Hallihallo, Hallöchen. Bulletproof Warlord hier am Start. So, wir haben es ja, oder ich habe es ja vielmehr, wir, ich muss schon immer sagen, wir, unsere drei, unsere vier Leute hier müssen halt schon zusammenarbeiten, was geht, was steht, was liegt an. Und ich habe es ja versprochen, dass ich Mods drauf haue. Jetzt merke ich aber, seitdem ich halt, seitdem ich Bob und Angel und AAI draufgeknallt habe, ist mir ein Fehler unterlaufen wohl, dass bei meinem ursprünglichen, sag mal, Iron Man Anzug, da ist auf einmal ein Fehler unterlaufen. Also ich konnte nicht mehr drohen. Also ich musste wieder komplett von vorne, also jetzt alles zusammenbauen, alles zusammensuchen und wieder einen neuen Anzug bauen, damit ich sozusagen die voll ausnutzen kann. Ja, aber es nützt halt nichts, weil das wurde im Grunde sozusagen alles überschrieben. Ich hätte auch ein Backup machen können. Aber ich habe es dann sein gelassen. Also, mein Gott, das ist nur ein kleiner Rückschlag. Ich habe jetzt ganz neu, ich weiß nicht mal, was es glaube ich. Ich glaube, das gehört zu Alien Economy. Ist halt, und das ist schon mal so mein großer Liebling, weil es ist bisher noch nicht möglich gewesen zu zählen, wie viele Feinde man eigentlich so im Schnitt gekillt hat. Und hier ist es so, ich zähle mal auf, dass du. Wenn du hast jetzt einen neuen Reiter auch dazu bekommen. Immer wenn du halt jetzt Erze hinzufügst, also das, was ja früher mal durch Version 0.14 entfernt wurde, ist jetzt sozusagen dank Mod wieder drinne. Und der sammelt das dann auch ein. Also im Grunde, wenn ich mal einen Atomschlag immer mache, dann gebe ich die ganzen Erze zum Ofen und der verbrennt sie dann halt. Und für jeden, also immer um 10.000 Kills steigt dieses Level. 1, 2, 3, 4, jetzt sind wir mittlerweile bei 12, kurz vor der 13 und so ist es auch, dass man halt am Anfang, ich weiß nicht mal so, ich glaube 40, 20 oder 40 Erze braucht. Aber je höher es ausfällt, desto klar steigt halt der Energieverbrauch, die Geschwindigkeit und die Produktivität auf dem Level, den man ja gerade ist oder halt bald Zeit wird. Also muss man zum Grunde schon so planen, am besten so viel looten, wie es geht. Ja, das ist eigentlich, nee, das ist eigentlich schon schwierig. Nee, schwierig. Nee, also Farm kann man, also Grinden und Farm geht dann eigentlich so gar nicht. Also ich hatte es, ja, im Grunde alles zusammenbauen, dann gleich produzieren und dann wieder weiter, weil es wird so oder so teuer. ich hatte so da meine Logikfehler. Ich hatte immer gesagt, das. Und dann, trickst sich das System aus, so kommt günstig an diese Ressourcen dran und dann fertig. Die anderen erklären sich selber, das ist im Grunde so wie die anderen Module, 1, 2 und 3, aber hier finde ich das halt toll, sozusagen, ich hoffe mal, es geht dann über diese 100% hinaus, weil das heißt ja dementsprechend, ja, 100% mehr Energieverbrauch, aber dementsprechend mehr Geschwindigkeit und mehr Effektivität. Und, was hätten wir noch? Ja, da habe ich noch nicht hingeschaut, genauso wie hier der Schwarzmarkt. Ja, da muss ich mich nochmal, ja, diese Währung und wie ich da mich einkaufe und wie ich es verkaufe, weil ich hatte nämlich Schwierigkeiten, Purple oder violettes Reagenzgläschen zu bekommen. Und, naja, da habe ich mal. Und das war auch durch den letzten. Ach Mensch, warum kann ich denn hier nichts? Bop, bop, bop. So, weg. Meine Rezepte waren auch alle weg. Ja, okay, muss man halt dann doch wieder erneut suchen. Zum Glück hatte ich ja schon einige Rezepte ausgebaut, sozusagen kann ich die eigentlich einfach so kopieren. Und ja, jetzt habe ich halt aus dieser Modliste mir da den Code rausgesucht, damit ich hier sozusagen Purple produzieren kann. Und es läuft noch ein bisschen schleppend voran, aber wenn es erstmal dann läuft. Das macht er. Hä? Wieso braucht denn der dann noch? Ach du Heilige, der braucht noch. Wow, der braucht das und das. Ach so, da unten. Hä? Ja, ich habe Lichtofen. Hat er. Muss ich wohl erstmal selber machen.
bevor hier irgendwas überhaupt funktioniert. Ja, ich will jetzt Raketensilo bauen und da habe ich auch eine neue Forschung drin. Eine MIRV, ähnlich wie unsere Fallout-Bruderschaft. Und ach du Heiliger, jetzt sehe ich erst gerade. Nee, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ach du Heilige. Ja, hier, das ist alles dazugekommen. Ja, das kennen wir ja schon. Nuklearvehicles. Ich wollte halt mehr Richtung Atomschlag gehen. Auch diese Artillerie. oh, das braucht komischerweise nur so wenig. Mal gucken. Ah! Mensch, da brauche ich mich ja auf Dings erstmal nicht fokussieren. Cool. Ah, ich habe mich so sehr auf das Raketensilo eingeschossen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hier braucht man dann wiederum diese weißen Gläser. Und die habe ich noch nicht. Jetzt hatte ich mich erstmal auf Violett wieder. Ach, hier ist das Ei, genau. Da kann ich meine eigenen Aliens züchten, angeblich. Wo du willst, ja. Also so könnte ich eigentlich dann auch farmen bis zum geht nicht mehr. Immer so, immer rauswerfen und ja. Geothermalenergie. Ah, ja, weil ich konnte. Ich habe jetzt schon Granaten. Ach, warte mal, ich weiß nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Das ist einfach recht krass. Also es gibt jetzt Holz, ja, verschiedene Holzleitungen. Dann gibt es Holzzäune, Holzschienen. Also statt hier Stahl zu nutzen oder Eisen, viel mit Holz. Dann kann man irgendwie mit einem Stone Crusher entweder nicht nur Stein crushen, sondern denke ich mal auch Holz. Ja, Holz. Holzrohre. Das stelle ich mir schon ein bisschen schwieriger vor. Logistik, da muss ich auch noch ein bisschen durchsehen. Also wie gesagt, das ist jetzt nur so ein kleiner Überblick. Ich hatte ja auch noch was von Angel und Bob und auf einmal ist massiv meine Energie zurückgegangen. Also, er hat zwar produziert, aber es ist zu viel. Es ist zu viel abgenommen worden. Und das muss ich dann wieder erstmal wieder ad acta legen. Ah, hier habe ich auch sowas wie Zucker noch dabei. Und das weiß ich noch nicht recht, weil das hängt nämlich mit dem hier zusammen. Mit dem Sand und mit dem Quarz. Und da muss ich auch erstmal hintersteigen. Vielleicht gibt es da irgendjemanden, der ein hilft. Ach, schön. Super. Ach, und hier gibt es Rucksäcke. Das hatte ich mir auch dann noch zugetan. Hey. Ja, das geht ja schnell. Sniper-Turret. Ich dachte, sag mal, hab ich da schlecht gelesen? Aber ja, wirklich, Sniper-Turret, ich werde nicht mehr. Ey, da kann ich ja die Fuzzis da von weiter weg. Ah, ja. Ach, ich muss das erst erforschen. Ach, und ich muss den Black Market erst erforschen. Ach du, das ist ja schon mal. Okay, ja. Hätte man eigentlich auch wissen sollen. Oh, Raketentechnologie, geil, genau das wollte ich. Ah, aus Kohle oder was? Space Ore, genau. Man kann nämlich, ähnlich wie bei Command & Conquer, also nicht nur eine MIRV starten, sondern auch direkt eine massive Atomwaffe abstrahlen lassen. ja, das ist schon, das ist genau mein Ding. Ja, Kraftstoffzelle, was ist das? Das ist alles krass. Oh, jetzt habe ich leider. Ah. Ja, das einzige Problem ist halt, es ruckelt. Aber das kriege ich noch hin. Ach, da haben wir es ja, das Warehouse. Ach, nur 50. Ah, geil. Das, was ich schon bei den anderen gesehen habe. Wahnsinn. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Da kann ich so viel einlagern, wie es nur geht. Aha. Ach, guck an. Okay, ihr werdet. Also, ich wollte jetzt eigentlich nur so einen kurzen Einblick gewähren, aber. Ich werde jetzt hier, was ich so erforschen kann, werde ich euch zeigen. Und dann werden wir nochmal rausgehen und ich euch zeige dementsprechend, was da möglich ist an Atomschlägen. Es macht dadurch noch mehr Spaß.
glaube, ich müsste auch schon in der Zeit. Ja. Sell and buy. Aha, okay. Ach, so läuft das. Okay. Ah. Und wie läuft das denn ab? Ich dachte, das ist wie bei Astronia. Das war in dem Sinne ja cool. Du hast dann erstmal die Rakete bestückt, den Treibstoff und dann, was du halt raushauen willst. Ach, da oben haben wir auch die Minigun. Und dann Nanobots. Aha. Nee, das ist doch nicht die Minigun. Ich dachte, das wäre die Minigun. Und dann kurz Zeit später kommt die Rakete wieder und dann hast du im Grunde das, was du brauchst. Du brauchst nicht lange suchen. Klar, man muss halt sehr viel Treibstoff raushauen, aber pff, du hast ja, wie bei allen Spielen, unendlich Zeit. Und ich bisher, also ich habe mich ja bisher gegen Mods gewehrt, aber das. Ich hatte auch, glaube, eine Mod reingeknallt, damit das Forschen mir schneller geht. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen noobig, aber. Warum nicht? Was? Akkumulators? Aha. Ist das dann wie Bitcoin, dass man über Strom Geld generiert? Ja, das wäre. Statt Grafikpower einfach über Strom. Je höher der Strom, desto höher der Preis. Ja, das wäre schon mal. Das wäre geil, ja. Wo ist eigentlich mein Stein? Ach, da. Das, also das Rezept hier ist nicht ganz ausgebaut, merke ich. Oh, geil! Dieser Nuklearkampfanzug. Mal gucken, wie lange der braucht. Ah, er braucht ein bisschen zu lang. Ah, oh, das erweiterte Radar! Damit kann ich ja richtig schön massiv umherforschen. Yeah! Mal gucken, was passiert dann. Gerade hier unten. Ah, ich habe zur Zeit. Ich hatte noch eine andere Mod drin von Bob, dass die Feinde härter schießen ließ. Und das Problem war einfach, kaum war ich an einer Stelle fertig, schon kamen die wieder und haben sich da wieder breit gemacht. Oder haben sich da breit gemacht, wo es eigentlich nicht hätte sein sollen. Und weil. Warte mal, warum ist denn? Die sind hier so durchgerutscht, dann haben sie sich hier hinten positioniert. Dann haben sie sich hier hinten positioniert und sind, also hier war noch nicht der Turm und der. Dann hatten sie sich hier breit gemacht, dann haben sie sich wieder hier breit gemacht. Jetzt greifen sie die ganze Zeit hier oben an und ja, alles was Alien-Technologie ist, sieht man ja sehr gut. Ja, das habe ich, also solche Granate habe ich draufgeworfen und hat Öl produzieren lassen. Ja, ich weiß, ich. Der Bulletproof, der kleine Warlord, ist ein Noob. Ja, aber nein, ich habe es mir etwas vereinfacht, weil irgendwann kriege ich einfach nicht mal das Öl, was ich haben will. Und deswegen nehmen wir das Experiment mal mit. Und jetzt produzieren wir hier en masse. Und dann muss die eigentlich alle noch, alle jedermann das immer verbessern lassen bis zu 100%. Strom habe ich wirklich en masse. Und warte mal, was braucht man denn eigentlich? Aha. Okay. Warum wird das denn nicht produziert? Es wird doch unten alles. Also das ist, da müsste man noch mal irgendwo Zusatz bauen. ich hab doch eigentlich gebaut. Ach, jetzt ist ja auch der Black Market. Geil. Ach, braucht kein Strom oder sonstiges. Und jetzt?
Naja. Kann ich mir jetzt wirklich schwer vorstellen, aber. Warte mal. Naja, eigentlich bräuchte ich hier. Da, das da. Da, ah, bloß jetzt nicht weggehen. Ah. Ich habe so ein bisschen Verbindungsproblem mit meiner Tastatur. Ich weiß nicht, woran das liegt. Stunden? Aha. Also so wie es aussieht, kriege ich dann für Strom Geld oder was? Ach, ich werde nicht mehr. Ich habe gerade Geld produziert. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Dann weiß man ja, was passiert. Was wäre denn das andere Ding? Würden doch mal die Atomkraftwerke mal gefördert werden. So kann man reich werden, ja. Ich will mal, wie wiss. Also das ist ja klar. Not sold. It slowly returns to the network. Aha. Okay. Und das andere? Investiert. Aha. Aha. Wo ist es denn jetzt? Ich sehe es nicht. Hä? Ach so, ist noch nicht fertig. Ja, passiert nichts. Ach, auch gut. Ich will es doch kaufen. Wie geht? Achso, warte mal. Hä? Nein, nicht das, sondern. Das. 31.000. 100? Mal gucken. Das wirklich? Dann müsste ich ja eine ganze Farm von diesen aufbauen. Ach, ich habe ja gerade 81 Batterien, dann kann ich mir jetzt so meinen Mark zusammenstellen lassen. Hä? Ah! Der Motor fehlt.
So, jetzt aber. Alien-Hibilator? Hä? Okay. Naja, warte mal. Warum gibt es da eigentlich unterschiedliche Eier? Ach du Heilige. Ja, sowas gucken wir lieber nicht hier, sondern. Es sei denn, wenn sie mir gehören und solche Alien ähnlich. Ach, guck mal an. Jetzt wird der Schuh des Manitou gewonnen. Ah. Okay, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Das könnte man stattdessen verkaufen. Das hier. Ach. Hör auf. Ha. Okay. Okay. Was bringt das? Okay. Nicht schlecht. Das ist ja genial, ey. Das ist ja. Das ist. Ja. Das ist wirklich genial. Aber die Steuern sind ja ganz schön hoch. Aber gucken wir mal weiter. Oh, da haben wir es ja. Die Nuklearfahrzeuge. Aber was ist damit gemeint? Ach, Portable High Power Steam Turbines. Ich. Ah, 1500. Ja, das wäre ein bisschen zu einfach. Aha, ja, das ist noch das alte. Wow. Oh, 4500. Alter Schiede. Ja, das. Das ist noch unser. Gucken, wie lange er braucht. Ach, es geht ja. Ach, was will ich denn immer? Zack. Das wird ja auch aus dem Nichts produziert. Eine Million. What? Raketentechnologie, dann könnte ich doch rein theoretisch wohl. Ach, dann brauche ich dann wohl das. Raketen. Ah, du Scheibenkleister. Von wegen Factorius nicht komplex. Ach, du Heilige. Ja, und dann braucht man das. Ach, du Scheibenkleister. Ach, du, ach, du, ach, du. Boah, ey. Ach, guck an, siehst du, da wird es wieder scheitern. Dieses weiße Ding. Deswegen kommt doch nicht mehr weiter. Naja, dann werden wir weitermachen.
Was bräuchten wir denn eigentlich für dieses Zeug? Was ist denn eigentlich? Ich finde das jedes Mal nicht. Mann, wo ist das? Da unten. Ach, hör auf. Also ich brauche. Ja, das kriege ich alles geschafft. Ich glaube, das Geschwindigkeitsmodul könnte schwierig sein. Das müsste ich nochmal neu ausbauen, aber sonst. Ja, okay. Ach, 51 Megawatt ist ja gar nichts. Dauert aber ganz schön lange. Ach, das kostet mich immer 60.000, wenn ich sowas installiere. Eine Megawatt. Ja, müsste ich die Atomkraftwerke weiter ausbauen. Aber da gibt es ja auch wiederum was. Hä, wieso geht denn die Full-Technologie nicht? Hab ich, hab ich, hab ich. Ist doch alles da. Hä? Ach, Violett. Ja, das Violette ist da noch nicht komplett ausgebaut. Und 4.000 Steuern, naja, ist ja gar nichts. Wieso holt denn keiner das Zeug ab? Naja, dann müssen wir erstmal das ausprobieren. Gucken, was passiert. Was er mir da alles bringt. Neue Technologien braucht das Land. 100 Stück müsste er eigentlich hinbekommen. Aha.
Ich habe jetzt schon wieder 500.000. Ich komme ja kaum hier. Nee, andersrum. So, mit dem Schuh draus. Immer wieder sehenswert, was die Maschinen sonst was machen. Wie jetzt? Irgendwo wird sowas produziert? Ach, da brauche ich ja kaum was machen. Problem an der Sache ist das Thema Strom. Kann man darauf verzichten. Ach ja, stimmt ja. Was? Ach ja. Warum ist der eigentlich nicht? Ach, jetzt? Es? Warum hat er das jetzt verstanden? Ist ja komisch. Ach, er hat noch gedacht, ich wäre da drin. Geil. Das muss ich auch noch rausfinden, was damit gemeint ist.
Wir hauen uns noch eine rein. Falls gefragt wird, warum es nie dunkel wird, das habe ich auch geändert. Dieser Planet hat zwei Sonnen. Es wird nie dunkel. Ach, wir haben jetzt schon 1 Million. Das ist schön. Was ist das denn? Kombinator? Verstehe ich irgendwie nicht. Ach so, ja, da muss ich auch noch dahinter steigen. Kombinator, auch da. Nee. Pumpe ist doch nicht Kombinator. Ah. Wo ist denn das? Ja, das ist der Stone Crusher. Scheibenkleister. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Er muss da wenigstens so aussehen wie auf dem Bild. Ich finde nicht. Wie haben was da passiert? Passiert auch nichts. Also soll wohl hier irgendwo was. Ist ja interessant. Vieles davon gibt. Huch, nee. ja. Verstehe ich jetzt aber auch nicht, warum da jetzt.
Ach, das darf nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber ich werde es erstmal so reintun. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber. Ey, wir werden erstmal, glaube ich, nur Violett reinknallen. Die anderen haben sie ja. Wieso kann das nicht? Ach so, ah, weil ich drauf stand. Anscheinend wird wohl Violett nicht gebraucht. Ich dachte, es wird wieder gebraucht. Aha, ja. Braucht aber ganz schön lange bis. Naja, klar, es ist auch bei der Reichweite von hier nach da. Also mein Reich wird immer größer, das steht fest. Keine Frage. Wir brauchen jetzt aber wirklich Massenvernichtungswaffen, um den Feind. Ah! Das gibt's doch gar nicht. Der kann einen richtig nerven. Wir gehen jetzt mal auf. Ach, warte mal. Wieso wird denn kein Uran produziert? Danke, dass ich gerade beim Schreiben gestört wurde. Oh, Lunchpad. Ah, geil. Da kann ich ja jetzt da dann schon bald die Atomtests starten. Damit wir auch immer wissen, wo wir hin müssten. Also man kann nichts anklicken, nur das, was im Charakter drin ist. Ah. Schön. Das müssen sie mal kurz schnell bringen, die Uran-Mentalitäten. Und dann müsste ich es produzieren und dann erst könnte ich es dann wohl kaufen. Oh. Okay, das muss man dann wohl alles nach und nach erforschen. Also er kauft das nicht automatisch, das ist gut. Ja. Minus 3600. Ach Mensch. Warte mal, geht das auch so, wenn ich das so drücke? Nee, so geht's nicht weg, siehst du?
Oder man müsste alles abbauen und ja, nur diese Quader hinbauen und dann die Kisten dazu. Fertig. Zu jedem, jeder kriegt seinen Cocktail, ja. Oder immer nur zwei kriegen genau alles. Naja, ist auch wieder so eine Sache. Ja, jetzt kommt endlich mein Zeug. Biotechnologie. Ach, da kann ich das also. Ja, ah ja, ah ja. Ach, hier geht's ja noch weiter. Da braucht man dieses blöde Raketensilo. Aha. Ah ja. Aufklärungsflugzeug. Hör auf, ey. Okay. Nanobots damals ja. Ach, erst dann können die. Ach. So, jetzt produzieren wir erstmal unsere Waffe. Aha. Wieso geht das nicht? Was? Plutonium? Oh nee. Ach Junge. Mann. Nuklear voll. Wie kriegt man das denn wiederum raus? Warte mal. Oh nee. Wir können die Waffe nicht produzieren, weil kein. Also, wir müssen jetzt hier abbrechen. Ich muss diese Mod nochmal deinstallieren. Oder? Ach so, ach, das ist ja doch da. Okay, so kann man es natürlich auch anrichten. Ja, dann lass uns doch mal zu diesem Uran-Komplex.
Ach, es gibt ja auch verschiedene Abbaumaschinen dann schon. Also wie bei Anno, ähnlich, so ein Kohlebagger, der macht das, oder ein Kohleflöz, der macht das alles ruckzuck weg. Das habe ich bei so einem Video namens Island Warfare gesehen und wäre cool, wenn mir jemand mal darauf schreiben könnte, wo ich das finde, diese Kohlebagger, wie man es halt im Bergwerk noch oder halt im Erdbau noch findet. Also im, ach Mensch, wie heißt es denn? Im Abbau, im
Ach, dadurch entsteht das, oder was?